Das Bergische Städtedreieck als Fahrradregion? Noch vor wenigen Jahren für die meisten Radfahrer undenkbar. Dichter Verkehr, wenige Radwege und eine eher ungünstige Topografie machten das Fahrrad nicht zum Verkehrsmittel der ersten Wahl. Doch diese Zeiten sind vorbei. Immer mehr Menschen steigen auf das Fahrrad um. Ob als tägliches Transportmittel oder als Freizeitbeschäftigung. Dank der Korkenzieher-Trasse in Solingen, der Balkantrasse in Remscheid und nicht zuletzt mit der ausgezeichneten Nordbahntrasse in Wuppertal ist ein regionales Fahrradnetz entstanden, das sogar überregionale Besucher anzieht. In Wuppertal wurde das Fahrradfahren durch die Nordbahntrasse zwar nicht neu erfunden, aber die Stadt bewegt sich in eine neue Richtung. Ja, natürlich gab es das auch schon vorher. Es gab so ein Umdenken, auch umweltbewusst und Bewegungsdrang. Also es waren in den letzten 10 Jahren zunehmend mehr Fahrräder. Aber jetzt haben wir eigentlich schon fast ein Drittel des Weges zur Fahrradstadt. 24 Jahre ist die Bahntrasse ungenutzt gewesen, bis die Stadt zusammen mit der Wuppertalbewegung die 23 Kilometer lange Nordbahntrasse verwirklichte. Genossen einst Bahnfahrer aus fahrenden Zügen die schöne Aussicht ins Tal, bieten die zahlreichen Brücken heute einen beeindruckenden Blick auf Wuppertal. Da erlebt man und sieht man die Stadt aus einer Perspektive, die die normalen Bürger nie gesehen haben. Klar fuhr früher mal ein Zug, da war man in ein paar Minuten über die Brücke drüber oder Sekunden nur. Da hat man vielleicht so kleine Momente gesehen und jetzt kann man sich auf das große Steinwegviadukt stellen, 280 Meter lang, über 20 Meter hoch über der Straße, über dem Steinweg und kann in Ruhe die ganze Stadt angucken, wie man sie noch nie gesehen hat. Wer allerdings nur auf den flachen Trassenradfahrer vermutet, wird mit einem Blick in die Wuppertaler Innenstadt eines Besseren belehrt. Zwischen Schwebebahn und Verkehrsstaus flitzen schon längst viele Berufspendler, Rennradsportler und Fahrradkuriere das Tal entlang. Abseits in den Wäldern fühlen sich die Mountainbiker zu Hause. Diejenigen, die es ruhiger mögen, genießen die Fahrt in einem der Velotaxis. Um den innerstädtischen Fahrradverkehr für alle Verkehrsteilnehmer angenehm zu gestalten, wurden zahlreiche Maßnahmen umgesetzt. Wir haben in der Stadt an diversen Straßen Radwege angelegt. Wir haben in den letzten 3 Jahren 140 Einbahnstraßen für den Radverkehr in Gegenrichtung freigegeben, von den 454, die wir in Wuppertal haben. Auch wenn in Sachen Fahrradfreundlichkeit viel in Wuppertal umgesetzt wurde, ist man noch lange nicht am Ziel einer hundertprozentig fahrradfreundlichen Stadt angekommen. Vor allem das Verhältnis zwischen Auto und Radfahrern miteinander auf den Straßen ist noch ausbaufähig. Das Fahrradklima muss sich natürlich noch verbessern. Als Fahrradfahrer ist man ein Exot. Die Autofahrer wissen nicht so richtig, mit einem umzugehen, fahren viel zu dicht an einem vorbei, oft weil wir auch schmale Straßen natürlich haben. Also da muss sich schon noch einiges verändern in den Köpfen und im Bewusstsein. Und da muss man jetzt weitermachen, aufbauen und aufsatteln.